Liebe Schüler, liebe Freunde der Physik, wir sind hier eine 11. Klasse, ein Leistungskurs. Es geht um die elektromagnetische Induktion. Wir hören eine ganze Menge von Kommentaren, werden uns einen Versuch, einen Grundversuch zur elektromagnetischen Induktion von Niklas dann nachher vorführen lassen. Zuvor allerdings mal ein paar Kommentare. Es beginnt der Aaron. Aber reicht hier mal den Versuch und darf ihn bitte. Der dänische Physiker Hans Christian Ørsted entdeckte 1820 zufällig, dass ein elektrischer Strom Ursache für ein magnetisches Feld ist. Daraufhin forschte Michael Faraday 9 Jahre lang nach einer Umkehrung dieser Kausalität. Ja, Laura? Kann ein magnetisches Feld auch Ursache für einen Strom sein? Er entdeckte 1831, dass nur durch die zeitliche Änderung eines Magnetfeldes ein Strom induziert wird. Ja, so, nun haben wir hier vorne einen Versuch aufgebaut und Niklas wird uns dazu mal einiges erläutern. Genau. Die Kamera geht auch dann hier drauf. Also, hier ist unser Versuch aufgebaut, den man auch hier vorne nochmal an so einem schönen Tafelbild sehen kann. Und wir haben einmal dafür den Hufeisenmagneten, eine Leiterschleife. Ja, oder Leiterschaukel auch genannt. Ja, genau. Und ein Spannungsmessgerät. Und was ich nun mache, ist, dass ich in der Durchführung die Leiterschlaufe in das Magnetfeld bewege. Also, so. Ja, die Kamera zeigt das Messinstrument. Ja, und jetzt sind sie unterschiedlich schnell bewegen. Ne? Jetzt mache ich es ein bisschen schneller. Jetzt am Ende lasse ich das nochmal schaukeln. Ja, okay, was könnte man nun auch anstelle der Leiterschaukel machen? Wir hätten die Möglichkeit noch den Magneten zu bewegen, allerdings ist der bei uns in unserem Fall festgeschraubt. Ja. Aus dem Grund haben wir nicht die Möglichkeit dafür. Okay, und es würde sich aber der gleiche Effekt zeigen. Genau. Richtig, gut. Und Max weiter, bitte. Eine Spannung wird während der Bewegung induziert. Die Polung der Spannung hängt von der Bewegungsrichtung ab. Der Betrag der Spannung nimmt mit der Geschwindigkeit zu. Die induzierte Spannung hängt von der Relativbewegung ab. Richtig, also die Relativbewegung ist die, dass entweder die Leiterschaukel bewegt wird oder dass der Magnet bewegt wird. Ja, das spielt also keine Rolle. Ja, der Leiter überstreicht, könnte ich sagen, in der Zeit Delta T die Fläche Delta A gleich immer Delta S und ein Elektron wird dabei mit der Geschwindigkeit, kennen wir ja, V gleich Delta S durch Delta T des Leiters nach rechts bewegt, meinetwegen. Und das Magnetfeld wirkt mit der Lorentzkraft, die wir ja im letzten Versuch schon mal hatten, FL gleich E mal V mal B, wobei E die Elementarladung ist, V ist die Geschwindigkeit und B ist der magnetische Fluss. Und diese Lorentzkraft wirkt auf das Elektron. Es ist dann, die elektrische Kraft ist gleich der Lorentzkraft. Das heißt also, ich kann auch schreiben, U-Induktion, also die Induktionsspannung, ist gleich B mal L mal V, beziehungsweise B mal L. Für V schreiben wir jetzt Delta S durch Delta T. Dann könnte ich wiederum hier schreiben, was haben wir? B mal Delta A durch Delta T. Das liegt daran, dass wir ja für L mal Delta S max A schreiben können. Ja, deshalb haben wir B mal Delta A durch Delta T.
Jetzt wieder eine etwas elegantere Schreibweise, indem ich den Grenzwert bilde. Der Grenzwert von B mal Delta A durch Delta T für Delta T gegen 0 wäre B mal A' von T oder B mal A Punkt, wobei A Punkt die Ableitung der Fläche nach der Zeit ist. Und das ist die Induktionsspannung, die wir dort haben. Ja, nun betrachten wir noch einige Ergebnisse, Joshua. Ja, also das erste Ergebnis ist, nicht ein Magnetfeld als solches, sondern dessen Änderung induziert eine Spannung. Das zweite ist, die induzierte Spannung hängt sowohl von der Änderungsrate des Magnetfeldes als auch von der Änderungsrate der Fläche ab. Ändern sich beide Größen, so addieren sich die induzierten Spannungen. Ja, und wir haben, glaube ich, noch zwei weitere Ergebnisse, Jessica. Drittens, das Vorzeichen der Induktionsspannung ergibt sich durch die Lenzsche Regel. Dem Energieerhaltungsgesetz folgend ist die Induktionsspannung stets so gerichtet, dass sie ihrer Ursache entgegenwirkt. Viertens, mit dem magnetischen Fluss V gleich groß A mal B lautet das Induktionsgesetz Induktion gleich minus A mal B plus A Punkt mal B. Ja, und ich gehe nochmal hier nach vorne. Hier steht dieses Gesetz nochmal an, also die Induktionsspannung ist gleich minus A mal B-Punkt, wobei B-Punkt wieder die Ableitung nach der Zeit ist, plus A-Punkt mal B. Und das bezeichnen wir auch als Phi-Punkt, die Ableitung des Flusses nach der Zeit. Bis hierher, das waren einige Grundbegriffe zur Induktion. Das Ganze wird natürlich noch wesentlich weiter für uns in nächster Zukunft betrachtet. Thank you.